Moin Freunde und herzlich willkommen zum letzten Spieltag. Oder zum letzten Spieltag, zum letzten Spiel des heutigen Tags. So ist es, glaube ich, eher besser ausgerückt. Norwegen gegen Finnland. Beide Teams bislang nicht sonderlich vom Glück verfolgt. Finnland im ersten Spiel 0:2 gegen die USA. Und dann aber der Kontersieg 6:2 gegen Dänemark. Auf der anderen Seite haben wir Norwegen, die 3:2 gegen Russland gewinnen konnten. Das war schon ein richtig krasser Auftakt. Aber dann gab es die 1:6 Klatsche gegen die USA. Tucker Rask steht im Tor der Finnen. Und genau die wollen heute gegen ihre skandinavischen Kollegen den nächsten Sieg einfahren bei dieser Weltmeisterschaft. Für heute ist es dann das letzte Spiel. Morgen gibt es dann Deutschland gegen die Schweiz. Dann haben wir Österreich gegen Frankreich. Dänemark gegen Weißrussland und die Slowakei spielt gegen Kasachstan. Und dann natürlich geht es weiter am Mittwoch. Da haben wir dann wieder Kracherspiele. Schweden gegen Kanada unter anderem. Also es wird weiterhin spannend bleiben bei dieser WM und Tor. 4 Minuten 16 gespielt, 1:0 Finnland. Die lassen hier überhaupt nichts anbrennen mit ihrem ersten Schuss von Kimmo Timonen. Gleich mal das Ding ins Netz befördert. Wunderschön gemacht, keine Abwehrchance für Walden, den Torhüter bei den Norwegern. Und der war ein satter Schuss. Die Führung damit für Finnland. Für die Suomi, wie sie es auf ihren Trikots stehen haben. So, hier geht's schneller los mit Toren. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Salo auf Immonen. Und Salo, nächste Chance, Finnland! Und dieses Mal Walden der Sieger, aber Granlund auf Immonen. Nächste Chance wieder für Finnland, Scheibe ist noch heiß. Die legen hier los wie die Feuerwehr, 2:0. Wahnsinn. Die wollen hier wirklich nichts anbrennen lassen. Im Gegenteil. Drei Schüsse aufs Tor, zwei Treffer. Der absolute Wahnsinn. Bäm! Mata von der Blauen, wieder keine Chance für Walden, Sicht verdeckt. Man kann ihm hier wirklich keinen Vorwurf machen, absolut nicht. Denn er wird alleine gelassen von seinen Vorderleuten. Und das ist nicht sonderlich gut. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter für Finnland. Norwegen spielt ja auch noch mit. Die bislang allerdings noch keine Chance hatten, hier irgendwie aufs Tor zu schießen. Wieder die Übernahme der Scheibe. Fullström auf Komarov. Finnland macht hier richtig Druck und Bögenheim mit der nächsten Chance. Heideblitz und beinahe mit dem 3:0. Das vielleicht sogar schon die Vorentscheidung am ersten Ende des Drittels. So, Roy Mark. Wieder die Übernahme. Norwegen kann sich hier überhaupt nicht entfalten, kommt überhaupt nicht ins Spiel rein, kommt mit dem Spiel der Finne nicht zurecht. Jetzt vielleicht Holösch. Roymark auf Olimp. Dann Tollefsen, Ken André, Olimp und Vaanen. Ich weiß gar nicht, ob es als Schuss gezählt hat, ich glaube eher nicht. Bögenheim, 2,5 Minuten noch. Finnland bestimmt diese Partie. Was auch allein schon auf dem Papier nicht anders zu erwarten war, nächste Schusschance für die Suomi. Torresen. Letzten 30 Sekunden laufen schon. Raymark auf Torresen. Der probiert es jetzt einfach mal und wieder am Tor vorbei. Matt Zuccarello, der Spieler der New York Rangers. Und dann war es das nach dem ersten Drittel. 2:0 führen die Finnen. Und das ist ein guter Einstand in diese Partie. Ihnen stehen damit alle Türen offen, dieses Match zu gewinnen und damit den zweiten Sieg einzufahren bei dieser Weltmeisterschaft. So, 4:0 Schüsse tatsächlich für Finnland. Die haben Norwegen aktuell richtig im Griff. Gewinnen. Finnland. Korpikowski.
gleich das 3-0 hier zu machen, das wäre ein Genickbruch für Finnland, für Norwegen. Aber Walden kann erstmal die Scheibe festhalten. Undankbarer Job für ihn heute. Bei den zwei Gegentoren war er machtlos, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Lund gegen Barkov jetzt am Bulli-Punkt. Der Norweger mit dem Bulli gewinnt, allerdings Finnland gleich wieder nachgesetzt. 3-0 Barkov. Bitter, ganz, ganz bitter für Norwegen. Die nicht nur eine 1-6-Klatsche gegen die USA hinnehmen mussten, sondern jetzt auch bereits früh im zweiten Drittel mit 0-3 hinten liegen. Was war das für eine Euphorie nach dem ersten Spiel? 3-2 gegen Russland. Was hatte man da erwartet? Alle Träume in den letzten beiden Spielen zerstört. Vielleicht sitzt den Norwegern die Klatsche gegen die USA noch etwas im Kopf. Auch hier die nächste Chance der Finnen wieder. Gerade mal 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. 3-0 für Finnland. Lund. Vorsichtig, gute Chance. Und das ist Matthias Olimp mit dem 1-3. Wie aus dem Nichts. Und ich glaube, das war mit dem ersten Schuss. Matthias Olimp, Entschuldigung, so ist es genau. Ich sage mal Matthias. Schön rüber gespielt. Tuukka Rask versucht. Aber Tuukka Rask scheitert. Und das könnte durchaus der erste Schuss gewesen sein für Norwegen. Der dann auch gleich den Weg ins Tor findet. Also Torwegen. Kleiner Witz am Rande. So, jetzt kann es weitergehen. Vielleicht doch nochmal das Aufbäumen für Norwegen jetzt. Thoresen mit dem Bulli gewinnt. Gundersen auf Zuccarello. Ist ja nicht so, dass sie nicht erfahren werden, die Norweger. Nächste Chance. Thoresen abgeblockt. Und Ruutu, viel Platz, 2-1 jetzt für Finnland. Ruutu spielt rüber, nächste Chance. Und er Forsten wieder mit dabei. Dicke Möglichkeit, hier für Finnland wieder 3 Tore Abstand herstellen zu können. Stattdessen Norwegen, Zuccarello, wieder hängen geblieben. Dieses Mal an Vartanen. Korpikowski, Jokinen mit dabei. Querpass kommt. Jokinen scheitert an Jensen. Thoresen. 7,5 Minuten noch. 4 Tore bereits gesehen in dieser Partie. Und Finnland lässt die Partie ein wenig schleifen. Lässt Norwegen mehr ins Spiel kommen. Aber es war abzusehen, dass Finnland das nicht 60 Minuten durchhalten kann. Komarov. Dennoch Finnland wieder am Drücker. Bergenheim. Ruutu. Aus der Drehung. Aber gut aufgepasst von Walden. Nochmal die Chance. Maata! Man versucht dennoch hier den 3-Tore-Abstand wiederherzustellen. Ken André Olimp. 1 Minute noch im zweiten Drittel. Holisch. Jetzt ein Anschlusstreffer. Der wäre so wichtig für die Norweger. Die letzten 6 Sekunden. Die letzte Chance gehört den Finnen, Fylström. Aber Walden. Und das war's. 1-3 aus Sicht der Norweger. Nach 40 Minuten. Es ist noch nicht zu spät. Aber es wird schwer gegen aufgedrehte Finnen, die vorne versuchen, ihre Chancen zu nutzen. Hinten allerdings klafft das ein oder andere Abwehrloch in letzter Zeit. Es ist nicht zu spät. Finnland, ja, 10 Schüsse, Norwegen 2, davon war einer drin. Sie halten die Norweger ganz gut fern vom eigenen Tor. Sicherlich nicht die schlechteste Taktik, Thoresen. Thoresen, gute Chance, Schroeder, Thoresen, nächste Chance, Zuccarello! Und was für ein Einsatz von Tuukka Rask! So kennen wir ihn, den Mann der Boston Bruins. Wahnsinnseinsatz! Konterchance, jetzt Finnland. Aber Scheibenverlust an Schroeder. Das wär's zu Beginn dieser Partie. Norwegen verkürzt auf 2-3. Dann wird's hier nochmal richtig spannend. So, Thorleifsen. Zurück auf Thoresen.
Und dann gibt es die Strafe gegen Finnland. Wickelstockschlags. So die Entscheidung des Schiedsrichters. Es wird nochmal spannend. Sollte Norwegen jetzt hier diese Überzahlchance nutzen können. Lauri Koppikoski. Uli gewinnt Finnland, der ist wichtig. Barkov, Jokinen, raus damit. Das sind immer wertvolle Sekunden. Aber Norwegen kommt. Lange Scheibe auf Ken André Olimp. Der hat viel Platz. Olimp zurück auf Holösch. Und der wartet ab. Wieder auf Olimp. Zurück auf Thorlefsen. Aufstellung ist gefunden. Da ist Mattis Olimp. Wann kommt der Schuss? Thorlefsen, Olimp, wie gesagt, die Scheibe läuft. Thorlefsen! Viel, viel abgefälscht. Aber Finnland kann sich wieder befreien. Die Hälfte der Unterzahlzeit ist schon vorbei. Norwegen sollte diese Chance nutzen. Will man hier noch eine Chance haben, dieses 1:3 nochmal auszugleichen. Halbe Minute noch Überzahl. Thorlefsen. Rüber gespielt. Oder noch keine Scheibenannahme. Ken André Olimp. Schusschance, abgeblockt, abgefälscht. Und Lepisto kommt zum Glück schneller dran als die norwegischen Kollegen. Die norwegischen. Und Finnland wieder komplett. 11,5 Minuten noch. Norwegen packt jetzt die Brechstange aus. Sie wollen, sie wissen, es ist möglich. Man hat Russland geschlagen. Warum kann man nicht auch Finnland schlagen? Vielleicht die ersten 25 Minuten gepennt in dieser Partie. Das hat Norwegen auf 0:3 zurückgeworfen und Tuukka Rask tut hier gut dran, diese Scheibe so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Norwegen ist dran. Uli gewinnen, erneut für Norwegen, Zuccarello und wieder Rask. Es ist nicht allzu leicht, an ihn vorbeizukommen. Bislang hat man es nur einmal geschafft heute, aus Sicht der Norweger. Ansonsten Finnland bislang mit 5 Gegentoren in 3 Spielen. Auf der anderen Seite hat man 9 geschossen. Uli gewinnt dieses Mal wichtigerweise für Finnland, aber Scheibenbesitz bei den Norwegern über Mats Zuccarello mit der 36. Mo. Und es sind noch 5 Minuten. Schroeder! Gute Chance. Man nähert sich. Samuelsson, Thoresen, wieder Tuukka Rask. Und er wächst über sie hinaus. Der Torhüter der Finnen hat hier jetzt jede Menge zu tun. Zu Beginn Finnland enorm gut losgelegt. Barkov, Immonen und wieder Wolden. Hat die Norweger über 20 Minuten lang vom eigenen Tor ferngehalten. Und das war aber klar. Man kann dieses Spiel nicht 20 Minuten, nicht 60 Minuten durchhalten. Irgendwann macht einfach die Kraft nicht mehr mit. Und jetzt die Norweger mit der Chance. Sie wittern hier ihre Möglichkeit, doch nochmal ranzukommen. Und was würde das für ein mentaler Push geben, wenn man hier den Anschlusstreffer erzielen könnte? Jokinen gegen Thoresen am Bulli-Punkt. Wieder Bulli gewinnen Norwegen. Die letzten 60 Sekunden. Wann wird Wolden aus dem Tor gehen? Das ist hier eine zentrale Frage. Je früher, umso größer die Chance für Norwegen, hier noch was zu machen. Aber Finnland setzt sich vorne fest. Korpikoski. Korpikoski! Und wieder gut gehalten von Wolden. 38 Sekunden noch. Er muss beim nächsten Angriff mit aus dem Tor. Ansonsten wird es für Norwegen schwer. So, Thoresen, lang überbrückt. Torwart ist raus zugunsten des sechsten Feldspielers. War abzusehen. Finnland in Scheibenbesitz mit Timonen und Korpikoski. Das könnte hier die Entscheidung werden. Olli Jokinen muss nochmal abdrehen. Viele, viele Norweger, die Druck ausüben. Korpikoski auf Ruutu. Der bringt die Scheibe einfach tief. Finnland hat sie nicht mehr eilig. Das wird nicht mehr reichen. Nicht mal mehr für ein 2:3. Finnland gewinnt durch starke 25 Minuten diese Partie gegen Norwegen, die damit die zweite Niederlage einfahren nach dem grandiosen Auftakt gegen Russland. Das war's für heute, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten, wie gesagt, morgen wieder 4 Spiele, unter anderem
Deutschland gegen die Schweiz, Österreich, Frankreich, Dänemark, Weißrussland und die Slowakei gegen Kasachstan. Bis dahin, euer Bloody LP.